Naruto 1986. Herzlich willkommen zu James Bond Nightfire Part 17. Jetzt geht's dabei, wir noch haben und fertig. Oh Mann, nochmal zwei Treffer da. Ein, zwei Treffer von den scheiß Pennern, dann bin ich tot, toll. Ah, hier ist die blöde Weste. Na also, jetzt habe ich jetzt die blöde Weste hier. Ich weiß nicht, wo die Weste war. Steht hier war oder woanders, deswegen. Aber das Ding, was ich habe, das ist das besser. Ach, nee. Okay. Oh. Weißt du was? Ich mach das jetzt so. Du kannst auch den Rand halten, mein Freund. Oh Mann. Ja, jetzt einfach überlebe ich nicht mehr. Das sehe ich jetzt schon kommen, wenn ich das einfach nicht überlebe. So. Das habe ich gewusst, dass ich das nicht überlebe, dass ich die Scheiße nicht überlebe, habe ich gewusst. Weil da gerade da diese Scheiße im Weg ist, ey. Das darf. Warte mal, ich habe eine andere Idee. Ich glaube, ich könnte es hinbekommen jetzt. Ich weiß auch wie. Aber ich finde es cool, dass es immer hier jetzt diesen Ding gibt. Es tut mir auch leid, dass es jetzt gerade so scheiße läuft, Freunde. Aber. Ja. Junge, ich sehe nichts. Das ist scheiße. Ja, ich hab nichts gesehen. Wenn ich verdammt nochmal geblendet bin und ich sehe nichts, wo dieser scheiß Gegner ist. Und das dann so lange braucht, bis diese Scheiße danach lässt, diese scheiß Granate hier, ey, dann. So. Nichts ist mit Granaten werfen, jetzt reicht's. So. Thank you.
Stirb doch, du. Voll. So. So, erstmal hier ein neues Leben mitgeprallert hier. Oh, jetzt geht der Mist schon wieder los, ey. Das nervt doch gerade. Ja, das ist raffiniert angeschaut, aber das ist nicht genug weiter. War nicht clever angestellt. Also das Ding, was ich habe, da ist er wenigstens dieser Laser hat, das finde ich cool, diesen Laser, weil es keine Ding von mir. Du hältst den Rand, Alter. Was Rückzug? Du kannst vergessen, nicht zurückzuziehen, Junge. Nicht mit mir, Alter. Was soll der Scheiß? So. Ja, mach doch scheiß Tür auf, du Drecksbalk, Alter. Nix damit Blendrakete oder was ist das? Nix damit geblendet, Junge. Was soll der Scheiß? Blenden, Alter, von wegen blenden. Warte mal, ja, warte mal. Laserbombe, wow, ich hab selber Laserbomben. Granate. Wie kann ich jetzt die Granate selber zünden irgendwie? Nächste Frierer, Laser. Ah nee, ich glaube, ich kann die nicht selber zünden, aber ja, als ob ich so blöd bin. Schimmer, du feiger Penner, Alter. Hau ab, Alter. Oh Mann, da haben wir echt gewaltige Probleme hier gerade. Wann gibt es denn noch irgendwo noch was mit Leben oder sowas? Irgendwie vielleicht? Oh Mann. Ernsthaft, also das bereitet einem voll die Kopfschmerzen gerade. Das bereitet einem voll den Ärger, das Teil hier. Er ist ja schon telefriere, aber auch schnell die Mikrokamera nicht. Nein. Was? Mehr habe ich nicht mehr? Euer Ernst? Das ist doch nicht so, was ich da mache.
Hä? Anscheinend gerade nicht weiter hier. Ja, klar, hier geht's jetzt auf einmal oder was? Ich durchkomme. Ja, toll. Ich war aufpassen, sondern da werde ich drauf ballern, die Idioten. Bin ich einmal weit gekommen und jetzt verliere ich schon wieder wegen so einer Scheiße hier. Na egal. Ich mach den Mist da so nicht mehr lange. Komm. Oh ja, mein Gott, das ist ein Scheißdreck mit diesem Laser. Das ist halt ein Rand, also ein Nervenschnitt. Kleiner Pisser. Junge! So, nix da, Freundchen. Weiß ich. Alter, sich jetzt gerade selber gesprengt oder was? Der Trottel. Wo ist denn da? So ein Penner. Wisst ihr was? Interessiert mich jetzt gerade nicht, wo der ist. Er sich jetzt tatsächlich selber gesprengt oder was? Das wäre ja auch mal ein schönes, das wäre auch mal was Gutes, wenn er sich selbst mal wenn der Trottel sich selber mal gesprengt hätte. Hm. Hätte ich wenigstens mal was davon. So. Ruhe! Kannst du eigentlich mal sterben? Tja, Trottel war leider wohl nichts, Alter. Verdammte Axt hier. Okay. Blöder Drecksack. Stirb, Alter. Nerv mich nicht, Alter Junge. Blöder Pisser, Alter.
Okay, das heißt jetzt wieder. Okay. Na, also. Dann soll er doch herkommen, der Trottel. Wenn er ein Problem hat, dann soll er herkommen. Leute, wenn ihr ein Problem habt, kommt her. Das war gerade ein guter Schuss eben. Und das Ding ist detoniert und ich. Ja. Du schätzt die auch voll erwischt, die Penner. Ja, aber hier. Perfekt. Neues Leben. Puh. Meine Güte, endlich. Oh Gott, jetzt kommt der gleiche Scheiß schon wieder. Also, getroffen. Und das, Alter. Ne, gab's noch irgendwo eine Tür? Das kann weh. Anscheinend nicht nur hier. Omega-Raum. Na, also. Damit sind wir jetzt hier und haben jetzt Gott sei Dank hier in dem scheiß Omega-Raum auch eigentlich wieder einen neuen Dings dafür. Perfekt. Kommt genau richtig. Oh, du kriegst die Tür dazu mehr. Verehrte Mitstreiter, bevor wir die Leere des Weltraums durchqueren, ist es nun an der Zeit, das letzte Stadium der Operation Nightfire zu enthüllen. Die vollständige Transformation des Planeten, die sie bald an ihren Shuttle-Fenstern miterleben werden. Die Kommunisten, Sozialisten und Faschisten mussten mit ihren Vorstellungen der Globalisierung scheitern, um es für alle Weg zu ziehen. Weltweite Konzernübernahme durch Phoenix International. Keine nationalen Grenzen mehr, sondern kontinentale Regionen der Landwirtschaft. Oh, ich stecke mich mal hinten an mir. Erzeugung und Forschung. Zänkische Regierungen werden durch einen einzigen Vorschlag ersetzt.
Natürlich wird sich Widerstand gegen diese neue Ordnung regen. Doch dank der auf unseren Inseln stationierten, unserer Kommandozentrale, der US-Raumverteidigungsplattform, kontrollierten Atomraketen, werden wir die Oberhand behalten. Leider hatten wir ein vorübergehendes Sicherheitsproblem. Daher haben wir unseren Fahrplan vorverlegt. Alle Flugmannschaften und Kampfeinheiten sind aufgerufen.